Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Super Mario Bros. Das Original. Ach ja, ich habe es gerade einmal durchgespielt. Vergeblich, denn es war nicht komplett im Vollbild und haha, dann hat das Aufnahmeprogramm das natürlich nicht aufgenommen. Naja, macht nichts. Spielen wir das Ding nochmal. Ach so, ein Stern, ist das was anderes? Bin mir nicht sicher. Egal, wir spielen erstmal das normale, das mit dem Stern, das gucke ich mir mal an und vielleicht können wir da dann nochmal ein bisschen was anderes machen. Wir machen das folgendermaßen, versuchen hier vielleicht kein Speedrun, aber doch schon möglichst schnell hier durchzukommen. Vorhin hat mir Level 8.2, war das 8.2? Ich glaube 8.2, 30.000 mal das Genick gebrochen, wenn das mal reicht. Nämlich nur gestorben. Und dann gucken wir mal jetzt, wie wir so durchkommen und schauen wir denn mal, wa? Ich weiß auch gar nicht, wie viel ich vorhin gebraucht habe, aber ich glaube auch so eine halbe Stunde, also wirklich gut war ich nicht. Absolut nicht. Ja, komm, geh da rein. Kurz mal die Speed-Forward-Taste. Die Blume lasse ich mal da liegen. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ich habe ein bisschen Angst immer von der Kollisionsabfrage hier. Aber kriegen wir schon gebacken. So, wollen wir mal hier hoch. Herrlich, hat sogar geklappt gleich. Da unten ist noch eine Blume. Hier, wo wir stehen, ist ein Pilz. Ein Leben ab. Ein Leben ab. Level ab. Oder heißt es hier so? Level up? Ich glaube, ne? Bin mir gerade nicht ganz so sicher. Aber das ist ja auch völlig egal. Wir sind hier, um Mario durchzuspielen. Und das machen wir jetzt auch. Schauen wir mal, wie wir uns schlagen. Bisschen Respekt habe ich ja schon noch. Nur weil ich die Level jetzt hier einmal geschafft habe, heißt es ja nicht, dass ich da jetzt der King drin bin. Zumal ich auch wirklich nicht so unglaublich gute Mario bin, wenn ich mal ehrlich bin. Ja, genau. Ach nee. Geht doch gleich schon wieder mächtig was schief. Nun komm, hau ab jetzt. Ist hier das Ende? Ja. Münzen lassen wir mal da liegen. Wollen hier weiter. Und kommen in die 4.2. Da gibt es ja schon den Geheimgang in die 5, 6, 7 und 8. Ja, kennt man natürlich alle. Ja, geh da rein. So, wollen wir. Einer meiner Haschsprünge. So, und vorbei hier. Gab es hier nicht sogar auch noch... Ah ne, hier oben war die Blume, ne? Sehe ich das richtig? Oder war die hier in der Mitte? Ja. Nehme ich einfach mal mit. Hat sich gezeigt, dass man die doch ganz gut gebrauchen kann. Vor allem, wenn man nicht ganz so gut ist. Was auf mich zutrifft. Wohl oder übel. So, und dann wollen wir mal hier hoch. Warp Level. Warp Zone. 6 bis 8. Die 5 gibt es, wenn man wie in Level 1, 2 oben einfach auf der Decke langläuft. Dann kommt man bei der 5 raus. Hä? Wie hab ich denn das gemacht? Ich hatte gerade so das Gefühl, dass der bei der Hälfte denn ungefähr nochmal irgendwie Hälfte des Rohres, genau da hat er dann nochmal praktisch einen Walljump gemacht, wenn man das so nennen möchte. Oh, jemine. Ich habe eigentlich noch immer ein bisschen Angst. Ich weiß, man kann das alles hier viel schneller machen. Aber irgendwie
will ich gerade gar nicht so. Hier war auch irgendwo ein Leben. Nee, ein Leben ist das, ne? Was hier war? Ach, ich weiß da. Nee, eine Münze. Ach so, dann ist... Nee, jetzt möchte ich's... Ey, bin ich bescheuert? Mir nicht. Na, dann juckt mich das jetzt auch nicht mehr. Nee. Nee. Das kann doch nicht sein. Okay, jetzt ist auch egal. Wieder ruf. Jetzt ist auch egal. Jetzt habe ich ja auch nicht mehr... Oh, ich will mich da hinstellen, Mensch. Rafft der das nicht? Sag mal, Mario, raffst du das eigentlich nicht? Ein Pixel zu weit. Ihr seht schon, ich bin eigentlich ziemlicher Noob. Und ich weiß, ihr hättet das alles schon viel besser gemacht. Ja, die klassischen... Wieso... Vorhin, ich sag's euch, habe ich 8-1 beim ersten Versuch geschafft sogar. Und bei 8-2 bin ich dann kläglich gescheitert. Ungefähr 30 Mal. Ja, doch, 30 kommt bestimmt hin. Wenn's mal reicht. Das kann doch nicht wahr sein. Wie kann man nur so grottenschlecht sein wie ich gerade? So, rüber. Rüber. Da Mensch, geh da rauf. Da kommt sie wieder, ich wusste es doch. Oh Gott. Bin fast wieder in die Hose gegangen. Bisschen konzentrieren, scheiß Gumba. Ist das nur die eine? Ach, da ist die andere. Nun geh weg. Da ist er. Hau ab. So. Hier ist gar kein Gegner. Ich dachte, hier ist ein Gegner. War es der fünfte? Nee, der sechste. Och nö. Und hier ist es. Ich glaub... Ah! Mann, ey. Ja. Das ist continue. So, probieren wir es nochmal so. Und wenn das jetzt bei diesen 5 Leben nicht klappt, dann versuche ich es mit nicht mit Safe State zu schneiden. Dann sehen wir mal, wie ich das Level dann irgendwo mache. Wahrscheinlich rede ich dazu denn nicht. Weil die Konzentration dadurch ja auch abnimmt. Ja, komm. So, komm. Ran, ran. Ruf. Mensch, geh rauf dann. Italienischer Klempner. Hopp. So. Das hätte man vielleicht nicht machen sollen. Einfach so ins Schwarze zu springen. Die sogenannten Blind Jumps. Vielleicht bei dem Spiel nicht so schlimm, weil man es ja doch irgendwie schon das ein oder andere Mal gespielt hat. Aber naja. Also richtig gut schlage ich mich aber wirklich nicht. Mensch, die 6. Ah, dritte von links, so rum war's. Da kam die 3 her. So,
einmal hier rüber und jetzt aufpassen, das finde ich richtig gemein gemacht. Weil man geht hier eigentlich mit Vollkaracho hin, denkt, jo, klasse, peitsche ich mal darüber, ist nicht. Und hier kommt dann noch ein richtig ekelhafter Sprung. Der hier. Och, geschafft. Ey, komm, geh einfach zu Ende jetzt, Level. Ich habe diesen scheiß Sprung gemacht. Jetzt reicht's auch. Oh. Das finde ich, ist echt gemein. Puh. Geschafft. Weil, da. 8-2. Wollen wir mal schauen, wie wir uns jetzt schlagen. Haben wir die 8-1 doch noch? Naja, schnell würde ich nicht sagen, aber ganz gut gemeistert. So, denn. Wollen wir mal schauen. Ah. Den Pilz da hinten will ich auf jeden Fall haben. Natürlich! Mann! Ich will doch einfach nur hier durchlaufen. Aber so viel weiß ich, dass man hier einfach durchlaufen kann. Das habe ich schon mittlerweile irgendwie rausgefunden. Ah. Piss dich. Blöde Schildkröte. Scheiß Koopa-Geräte. Ey, ich... Was soll die Scheiße? Wusste ich doch, dass der da noch wartet. So. Mal gucken, ob wir hier rüber schaffen. Jawohl. Ich weiß gar nicht, ich glaube mit einem normalen Schwung oder so schafft man das gar nicht. Ja. Oh, was? Das war richtig fies, ey. Naja, wenn wir es in den zwei Versuchen nicht schaffen, dann fangen wir an zu schneiden und dann ist gut. Soll ja hier nur ein kleines Let's Play sein, ein bisschen zur Überbrückung. Nee, noch nicht darunter. Mensch! Wisst ihr, wenn ich sehe... Oh nein, die Schildkröte kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Und was mache ich? Nichts! Nicht mal einen Schritt. Wenn ich einen Block zur Seite bewegen, wäre es ja schon gewesen, aber nein. Naja. Oh, das sieht gerade gut. Da kommt jetzt noch einer. Wo ist er? Irgendwo hier ist er jetzt noch einer, oder nicht? Da. So. Und rüber. Hier runter will ich nicht. Och Mann. Wo ist der zweite Gumba? Da ist er. Wir sind, glaube ich, gleich am Ende. Da ist er. Oh, Scheiße, Mann. Na gut, wir schneiden das Ding. Was soll's. Thank you.
Yeah. 8-2 geschafft. Etliche Versuche hat es gedauert. Aber was will man machen? Jetzt 8-3 steht uns bevor. Gucken, wie wir uns hier schlagen. Wir sehen schon die... Wo sind sie? Alles klar. Machen wir so, Hammerbrüder. Machen wir so. Erster Hammer ist tödlich. Wissen wir Bescheid. Eigentlich nur hier oben. Weil ich glaube, dann sind die erst getriggert. Und dann sollen die jetzt mal... So. Begibt er sich nach unten? Okay, nehme ich den raus. Nehme ich den raus. Das lief gut. Jetzt den Pilz. Auch nicht schlecht. Aufpassen, dass die uns nicht treffen. Und jetzt die nächsten Brüder abwarten. Und dann sollte das Ding auch schon im Normalfall sehr gut über die Bühne laufen. Mensch, nehmen wir jetzt die Blume damit. Herrlich. Müsste eigentlich... Oh, ich dachte gerade, ich fall runter. Habe ich beide getroffen? Nee. Wo ist der nächste? Da war er. An sich geht das Level, vor allem wenn man eine Blume hat. Dann ist es alles in Ordnung. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwo ein Geheimgang ist. Und jetzt kommt natürlich die mülligste Stelle im Spiel. Aber wir schaffen es. Beim zweiten Versuch praktisch das Level. Schon nicht schlecht. Also 8-2 ist bis jetzt auf jeden Fall der Knochenbrecher. Immer und immer wieder gehe ich da tot. So, sind wir in Bowser Schloss angekommen. Schaffst du es? Ja. So, laufen wir mal hier lang. Ich mache das so vielleicht jetzt nicht sonderlich spannend, aber ich habe absolut keinen Bock hier nochmal zu sterben. Das ist absolut nicht so meins. So, und wo kommen wir raus? Hier, jetzt kommen die... Ja, genau. Stirb. Nach den Schildkröten. Bis vor den Schildkröten. Ich bin so ein... Oh, Mann. Jetzt wird das schon wieder alles... Ich hätte mir gewünscht, dass ich einfach mal einmal mit Blume ankomme. Denn wäre alles so hervorragend verlaufen. Jetzt einmal das Wasserlevel. Das ist noch nicht unbedingt das Problem. Oder doch? Wenn man nicht aufpasst. So, jetzt hier runter. Da ist der zweite Fisch. Tintenfisch. So, jetzt rein. Jetzt ist das Problem nämlich, hier ist ein Hammerwerfer. Und den kann man nicht so leicht ausweichen. Wieso wirft der denn... Oh, das ist die Scheiße jetzt. Jetzt können wir das hier alles vergessen. Ist alles für den Arsch jetzt. Und schon die Rinder. Kann man jetzt... Mann... Wäre ich mit der Blume da gewesen, wäre alles so einfach. Ich wäre einmal... Ja, da kommt er wieder. Einmal zu dem Bowser hingegangen. Hätte den fix gemacht. Alles gar kein Problem. So ist es natürlich jetzt alles ein Problem. Denn ich komme an dem scheiß Hammerwerfer nicht vorbei. Und selbst wenn, dann wette ich, sterbe ich auch nochmal beim Bowser. Wo sind die Fische? Da sind sie. Das sind gar nicht so viele Fische. Waren das nur 2 oder 3 oder was? Hier kommen wir auf jeden Fall ganz gut durch, aber mit Blume wäre das alles so schön gewesen.
so schön. Scheiß Tintenfische, scheiß Wasserlevel. Aber haben sie hier am Ende ihres Boss-Levels wirklich nochmal alles eingebaut, ja? Gibt alles, ja. Sogar diese Fische gibt's. Ah ne, Lakito gibt's nicht, okay. Also der immer diese roten Schildkröten da vom Himmel schmeißt. Wow. So. Ja, wie komme ich da jetzt vorbei? Spuckt der mal Feuer. Und wirft und... Wann spuckt er wieder Feuer? Der hat doch bestimmt irgendeinen Rhythmus, oder nicht? Ja, na klar. Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, ob man bei dem einfach mal so durchlaufen kann auf gut Glück. Keine Ahnung. Man kann es natürlich mal probieren. Wenn ich jetzt nochmal so gut am Hammerberg vorbeikomme, dann kann man das mal machen. Aber ich glaube nicht, dass es klappt. Komm. Nun komm, rauf da. Pflanze nochmal abwarten. Sicher, sicher. Unnötig oft sterben müssen wir ja nicht. Auch wenn jeder Tod in Mario schon so ein bisschen unnötig ist. Auch wenn das hier vielleicht noch eins der schwereren Teile ist. Na gut, war auch der erste, ne? Wenn ich mich recht entsinne, wenn ich jetzt Donkey Kong mal nicht dazu zähle, aber das Ding heißt ja auch Donkey Kong. Und nur weil da Mario mitmacht, ist es ja nicht sein Spiel. Beziehungsweise als Jumpman. Naja. Was wollte ich sagen? Aber ich glaube an sich, dass es eins der einfachen ist. Ich glaube Galaxy oder die neueren Bros-Teile. Die sind ja alle einfacher gehalten. Teil 2 von Super Mario Bros., also das richtige... Wie bitte? Der war schon unten weg und hat mich gekillt. Der richtige Teil von Super Mario Bros. 2 und nicht das, was als das verkauft wurde, mit diesen Rüben und was man da aus dem Boden ziehen konnte, der ist ja richtig, der ist ja bockschwer. Das ist unglaublich, das Ding. Habe ich, glaube ich, aber auch, wenn überhaupt, erst einmal durchgespielt. Und selbst da bin ich mir gar nicht so sicher. Na komm her, ich hab... Schiss. Ich will nur... Nur hier einfach zum Bowser und dadurch. Mehr will ich doch gar nicht. Und nicht mal... Oh, nicht mal das kriege ich. Oh, da war sogar noch Pflanze zu sehen. Ein Pixel. So, schnell das Wasserlevel hier absolvieren. Zum Glück ist das hier nicht so scheiße schwer, weil es hier auch keinen Abgrund gibt, wo man irgendwie runter könnte. Ich weiß auch nicht, ob es hier irgendwo... Nee, gibt es nichts. Ich dachte vielleicht... Naja. Ich glaube... Im gesamten Schloss gibt es auch nicht mal irgendwie ein Item oder sowas, sonst würde ich ganz gemütlich bei Bowser durchlaufen, aber das ist leider nicht so einfach. Näher ran, nicht so nah. Und ja, spring doch hoch, du dreckige Mistkröte. Mann! Fuck, ey. Das ärgert mich alles hier richtig. Das geht langsam schon mit verbundenen Augen. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Auch wenn ich den Teil mit dem... Das hier mit diesen ganzen Schellen... Den mag ich nicht. Aber lässt sich wohl nicht ändern. Da vorbei. Der Wasserteil ist ja... sogar eigentlich noch mit am angenehmsten.
Der Fischteil, der kann auch nichts. Da kommen 2, 3 Fische hier oder was? 2 Fische. Ich habe mir irgendwie ein bisschen mehr... Dritter. Oh, der wäre es fast gewesen. Also der Hammerbruder ist... Und diese scheiß Schildkröten, die sehe ich noch als potenzielle Sterbegefahr. Na und natürlich Bowser. Das hier ist ja eigentlich ziemlich einfach. Muss man nicht viel für drauf haben. Sonst würde ich es ja auch nicht schaffen, ne? Na komm, spring hoch. So, näher ran, näher ran, näher ran. Nicht so nah und vorbei und rüber. Jetzt springt er natürlich. Einmal Hammer, zweimal Hammer, Feuer, nochmal Feuer. Und jetzt springt er wieder die ganze Zeit. Feuer. Wahrscheinlich nochmal unten, oder? Ja, sowas gerade eben nehme ich auch. Spring doch! Scheiße! Mann! Ich hab kein Bock mehr, ey. Also wenn ich das jetzt bei diesem Versuch nicht schaffe, dann machen wir das so, ich schneide, dann sehen wir uns immer bei Bowser wieder. Und dann können wir da sehen, wie ich da 1000 Mal verkacke. Ah, den Weg dazwischen, den brauchen wir jetzt echt nicht mehr. Ich mach das hier jetzt noch das eine Mal. Und wenn es jetzt nicht klappt, dann erspare ich uns den Weg. Ich könnte eigentlich auch ein Safe State setzen. Eigentlich. Mensch. Was? Alles klar, wir machen das so. Wir sehen uns bei Bowser wieder. So, wollen wir mal schauen, was wir jetzt mittlerweile der dreckigen Mistkröte hier anhaben können. Spring nochmal. Ja, ja. Woo! Erster Versuch. Also, erster Versuch, seitdem ich jetzt nochmal hierher gegangen bin. Thank you, Mario. Your quest is over. We present you with a new quest. Da-na-na-na. Ja. Mensch. Mit Ruhm habe ich mich auf jeden Fall nicht bekleckert. Und mit Skill schon gar nicht. Aber was will man machen? Wenigstens geschafft. Und das ist doch immerhin die Hauptsache. Gut, denn endet an dieser Stelle auch der Part und zugleich auch das Let's Play. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Und verabschiede mich hiermit. Tschüss, Kinderz.